Und habe jetzt auch die Qualität sogar noch ein bisschen runter gemacht. Yo, hey Zocker David. Und hey F. Arceus oder Arceus, ist mir egal. Jo, jetzt sag nochmal, oder gucken wir jetzt mal nochmal, Brötsch. Also ich sehe eigentlich keinen Unterschied. Ja, es ist so extrem, dass man sagt, dass du jetzt sagst, dass es scheiße ist zuzugucken. Man sieht schon gut, dass es weg, ne? Aber na, mach mal, komm. Kann ich schlecht einschätzen bei dem Spiel. Ja, es läuft ziemlich flüssig so. Man sieht das da eigentlich so gut wie gar nicht. Ja, ich guck mal, vielleicht legt sich ja noch irgendwie. Mach einfach mal einen Kampf. Jo. Alter, verpisst sich die Leiste mal da unten? Geht doch. Welchen mache ich denn? Da nehmen wir doch mal den. Also im Chat könnt ihr mal schreiben, wenn es bei euch nicht leckt. Ja, aber sie haben bis jetzt alle geschrieben, dass es leckt. Finde ich ja auch ziemlich scheiße eigentlich. Genau wie bei mir. Ach stimmt, da wollte ich mal einen Rest mir noch angucken, wie es da geleckt hat. Aber ich habe ein ganzes Spiel durchgeschafft, also denke ich mal. Also okay. Ich habe auch meine Festplatte defragmentiert. Ich guck nochmal nach dem Kampf bei ein paar Einstellungen und. Ich schätze so auf 5 FPS. Also man kann auf jeden Fall erkennen, was du alles machst. Ja, ich guck nach dem Kampf trotzdem nochmal. Und verdrückt. Ja, Quicktime-Event. Wenn man die gar nicht drauf hat, dann ist das richtig toll. Ach, zu spät gedrückt, weil ich gerade nochmal rechts geguckt habe. Ja, Wayne, ich habe ja die ganzen Bonusvorgaben eh schon. Bonusvorgaben? Ja. Achso, so Challenge oder was? Es gibt hier so Bonusvorgaben von wegen, ja, Gesundheit dauernd über 20% halten. Und dann, wenn man sich hier bei einem Quicktime-Event so und so viele Sterne bekommt, dann kriegt man noch so eine zusätzliche Cutscene. Und die wollte ich jetzt eigentlich zeigen, aber das sollte ich noch hinbekommen. Ultimatives kann ich natürlich nicht machen. Aber Arthur, jetzt bist du so AWLP? Nochmal fragen kann. Hat Dream eigentlich gesagt, was er weg ist? Keine Ahnung. Ich bin gerade voll still und man hört dich nur mit deiner Schüssel rumklappern. Kleinen Moment. Ella. Also Dubschaf, ich kenne mich jetzt auch nicht damit aus, aber Such ist so wie Vegeta zu Son Goku, würde ich mal behaupten, oder? Ah. Hm? Sasuke ist da. Sasuke ist so wie Vegeta zu Son Goku, ne?
Ja, so ungefähr. Ja, und ich habe auch alle Sterne, also sieht man jetzt auch die zusätzliche Cutscene. Naja, später nicht mehr, gar nicht. Ja. Ja, gut, später nicht mehr. Und Riemann, was hast du gemacht? Musste kurz was helfen. Das finde ich hier so geil, wie er einfach den Feuerball anschreit und er deshalb zurückfliegt. Brüll. So ein kleines Bild. Habe ich auch schon gesagt, aber versuch mal. Probier mal Cropping bei dir aus, bei X-Bit jetzt. Also an der Seite Sachen abschneiden. Geht nicht mehr. Das ist voll bescheuert. Wenn du was ändern willst, ist total sofort schwarzes Bild. Also tolles neues Update von X-Bit. Und das ist die zusätzliche Katze. Halt der Anfang vom Spiel zu sein. Nee, mach Bosse, Bobby. Oder? Ja, ich mache jetzt nur so die Hauptbosskämpfe. Er spoilert das ganze Spiel für dich, Wien. Hast du es noch nicht gespielt? Nein, aber ich kenne sowieso den meisten Boss. Ich habe die Serie gesehen. Wenn du die Serie gesehen hast, weißt du eh, welche Bosse sind und welche nicht. Ja, gut, das stimmt eigentlich auch. Es endet nach dem Kampf gegen Pain, habe ich recht? Mhm. Mr. Zocker David, Julian GmbH, naja, er kommt eigentlich überhaupt nicht mehr, weil er einen Kumpel bei sich hat. Sein Pech. Ja, Mann, S-Rang. Er hat Samen bekommen. So, und bevor ich den nächsten Kampf mache, gucke ich nochmal nach den Einstellungen. Vielleicht kriege ich es ja noch irgendwie hin, dass es dann doch noch besser klappt.